Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon! Diesmal wieder mit meinem neuen, also mit meinem alten Mikrofon. So, das heißt nichts mehr auf Aufnahmen mit Webcam. Und was ist das? Die Arena wurde umgebaut. Oh nein! Naja, man kann es aber zum Glück bei diesem Emulator ganz gut sehen, die Wände. Hier ist eine Wand, 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 und hier ist eine Wand. So, was hat er zu sagen? Yo, Champ in making. Mika Jim ist right let's with Invincible Wall. Invincible Walls. Koga might appear close, but he's blocked off. We have to find gaps in the walls to reach him. Ja, also zur Erklärung, hier sind überall Wände und ja. Unsichtbare Wände. Auch wenn man sie sehen kann, was ein Fail ist. Aber naja. Let's see, you beat my special technicus. Okay, heute wird ein etwas kürzerer Part. Dafür gibt es morgen einen längeren Part. Weil morgen habe ich viel zu tun und heute hatte ich auch schon viel zu tun. Es ist schon 21:30 Uhr abends. Und ja, ich möchte meinen Part heute noch hochladen. Also ist dieser Part nagelneu, falls ihr ihn jetzt gerade am 26.07.2012 seht. Wow, Nachmacher. Ich Psychokinese, er Psychokinese. Aber die Level sind ganz so gut, eigentlich. Okay, ich wechsle. Ich nehme jetzt mal Aludin Junior und versuch's mit der Drachenwut. Zieht vielleicht mehr ab als eine Psychokinese. Keine Giftwolke. Nein, ich sollte meine Klappe halten. Oh Mann, zum Glück kam jetzt keine Giftwolke. Normalerweise kommt ja immer, wenn ich sage, dass was nicht kommen soll, kommt es dann auf einmal. Oh, Psychokinese, ich habe solche Angst. Müsste aber viel abziehen. Ja, ich habe es befürchtet. So, und es wird gerappt, Alter. Er hat gewechselt zu Dodri und hat mich gleich geschwächt. Haha, Volltreffer. Attacke geht weiter. Attacke. Ach komm, jetzt ruft er dann wieder zurück. Was ist das hier für eine Pussy-Taktik? Na gut, dann ist eben der Rap erneut. Also komplett neu. Und ich habe nicht einmal einen AP verschwendet, das ist doch cool. So, und jetzt wechselt nochmal. Ach nee, er kann ja gar nicht angreifen, weil er immer noch paralysiert ist und wir zuerst angreifen. Tja, ich glaube, das Hypno ist tot, oder? Was meint ihr? Jetzt ruft er schon wieder zurück. Nein, jetzt geht's nicht mehr, weil Diktri ja nicht paralysiert ist. Schade. Ich nehme jetzt mal Kiffer. Ist zwar ein Gift-Pokémon, aber was soll's. Wir schaffen's schon. Und jetzt das Sludge. Nein, kein Erdbeben. Normalerweise hat Smogmog ja Schwebe. Also hätte Erdbeben keine Wirkung auf Smogmog, aber das ist die erste Generation. Ohne Fähigkeiten. Aber so mag ich es auch. Ich mag keine Fähigkeiten. Fähigkeiten sind scheiße. Nein, ich hätte jetzt die Fähigkeit gut gebraucht. Oh Gottchen. Keine Erfahrungspunkte in dieser Runde, glaube ich, oder? Ne, es gibt Charlie nicht, oder? Ne. Das können wir nehmen, was wir wollen. Ich nehme jetzt mal PY. Nein, ich habe mich vertippt. Na gut, dann nehmen Rex. Und jetzt ist es eigentlich egal. Ich setze mal Agilität ein. Na, jetzt ruft er seinen Pokémon schon wieder zurück. Das ist doch lame, sowas. Ständig zurückrufen. So, zum ersten. Und jetzt weg mit seinem zweiten. Wir haben ja Agilität eingesetzt, das heißt, wir sind schneller als Diktri. Und tschüss, Diktri. Ich hätte jetzt gern gewartet, bis es durch Giftdrohnen gewesen wäre, aber naja. Das ist eigentlich eine Giftarena, aber es ist hier ein Boden-Pokémon gerade gewesen und ein Psycho-Pokémon. Also entspricht es überhaupt nicht den Vorstellungen einer Giftarena. So, ich möchte Dragonier trainieren. Das heißt, ich setze Dragonier mal in erster Stelle. Und gehen wir nochmal in die Arena. Die Arena ist etwas schwieriger als die letzte Arena im letzten Part.
Jetzt blockiert er da den Weg, oh Mann. Master Koa comes from a long line of ninjas. What did you descend from? Dun, 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 dun. Ein Juggler, ein Jonglier. Mit einem Psycho-Pokémon. Warum haben hier in einer Giftarena ein paar Trainer Psycho-Pokémon? Verstehe ich nicht. Donnerwelle! Warum setzt die Kartoffel an erste Stelle, wenn es auswechselt? Verstehe ich auch nicht. Und schon wieder ein Psycho-Pokémon. Also langsam kommt mir das voll wie eine Psycho-Arena hier. Rap, 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 rap. Jetzt hat er gewechselt schon wieder. Jetzt hat er schon wieder gewechselt und schon wieder. Und jetzt hat er mein Alduino gekillt. Was soll denn das jetzt? Wechsel, ich muss wechseln, damit er keine Erfahrungspunkte kriegt oder was? Das waren sie in dieser Arena häufig. Na toll, die haben kein Beleber. Auf diese Art wird unser Dominier sich nie entwickeln, wenn es so weitergeht. So, jetzt gibt's eingefrorenes Kadaver. Und schon wieder zurückgerufen, wie soll es auch anders sein? Da können sie ja gleich aufgeben, wenn sie sich immer austauschen. Ciao, Fiebner. So, jetzt kannst du nicht mehr wechseln. Schade, dass es hier keinen Horrorblick gibt in dieser Generation. Horrorblick gibt es ja erst ab der zweiten Generation. Genesung, natürlich. Natürlich fängt er jetzt nicht an zu nerven. So, Eisstrahl. Friere dich ein, so. Habe ich euch schon erwähnt, dass ich Kadaver langsam hasse? Nein, ich reg mich jetzt nicht mehr auf. Ich bin jetzt ganz locker. Wenn ich mich aufrege, dann... dann bin ich nur wieder mies gelaunt. Und sowas mag ich nicht. Ich bin nicht sehr gern mies gelaunt. Wisst ihr was? Ich setze es gleich Schnapp ein, wenn es so weitergeht. Ach was, setze ich jetzt ein. Jetzt schütze sich noch vor Spezial... für einen normalen Angriff. So wie Klammer eine. Ist... Ne, Quatsch. Schnappe ist eine normale Attacke. Irgendwie haben alle ein Psycho-Pokémon in der Arena. Okay, fast alle. Na, bis jetzt haben alle. Und Psycho ist unsere große Schwäche. Ich freue mich schon auf Sabrina, wenn wir gegen Sabrina antreten. So, Donnerblitz, natürlich. Seht ihr, was für Probleme wir gegen Psycho-Pokémon haben? Ein Riesenproblem. Jetzt wären Unlicht-Pokémon gut, aber es gibt hier keine Unlicht-Pokémon. So, Level Up für Kiffer, Level 49. Was lernt's? Haze, was ist Haze? Ich schau mal schnell nach im Wiki und mach mal kurz Pause und schau nach, was Haze ist. Haze ist Dunkelnebel. Naja, schauen wir mal nach. Dunkelnebel ist eigentlich, naja. Kann man sich drüber streiten. Ich vergesse mal, ist so ein Mob-Screen. Und Kiffer learned Haze. Haze, also Dunkelnebel, lässt alle Statusveränderungen auf 0 zurückfallen. Das heißt, wenn der Gegner dreimal Schwertanz ersetzt, setzt man einmal Haze ein und sein Angriff ist wieder auf 0. Ach, ich wollte noch ins Pokémon Center gehen. Ich glaube, jetzt verlieren wir, weil der wahrscheinlich auch mit der Psycho-Pokémon hat. Auch wenn es eine Gift-Arena ist. Aber naja. Gut, der hat zum Glück nur eins. Natürlich wieder ein Psycho-Pokémon, wie soll es doch anders sein? Simsala, wisst ihr was? Self-Destruct. So, weg mit dir. Hoffentlich reicht es. Ich glaube ja, aber eher nicht. Ich wette es. Ah, reicht sogar. Cool. Okay, so einfach geht es. Okay, jetzt haben wir zwar keine Erfahrungspunkte bekommen, aber egal. Wichtig war mir jetzt, dass wir den Kampf beenden, damit wir uns jetzt heilen können. Aber der Finale hat ganz schön viel abgezogen. Ich dachte, dass Simsala das locker überleben wird. Naja. Anscheinend ist Simsala doch schwächer, als ich dachte. Und der hat sogar Reflektor eingesetzt. Also ja, Finale ist ja eine normale Attacke. Und trotzdem wurde er gewonnen-hitted. Also, boah. Nicht schlecht. So, hier ist ein weiterer Typ. Alduinichun ist an erster Stelle. Das ist gut. Ich werde es dann sofort auswechseln. So wie der seine Pokémon immer auswechseln tut. Ne, Herr Jongleur. Moment, ich muss mein Mikrofon wieder gescheit hin tun. Das ist hier momentan... Ich hab's hier, zu
dazu getesert ist, ich hab's repariert, weil es war vorher ein bisschen kaputt von dem Halteteil da. Ja, da musste ich mit Tesa reparieren und jetzt sieht sie total verkrüppelt aus. Wie Timmy mit dem Rollstuhl. So, ich paralysiere es und versuche zu rappen. Kein Panzerschutz. Wenn du Panzerschutz einsetzt, dann kommt Dragon Rage. Ich meine Dragon Age. Dragon Age. Nein, nicht Amnesia zocken. Jetzt wird gekämpft. Jetzt spielen wir Pokémon hier und kein Amnesia. Kapiert Slow, Bro. So, Bro. Du bist nicht mein Bro, Bro. So, du bist down, Bro. Ciao, Slow, Bro. So, Level für Albinia Tune, Level 47. Braucht nur noch 8 Level für seine Entwicklung. Was kommt jetzt? Ich habe gerade nicht geschaut. Kokowai, schon wieder kein Psycho-Pokémon. Was soll denn das? Ich habe jetzt noch kein Psycho-Pokémon gesehen. Lauter Psycho-Pokémon bis jetzt. Slowbro war auch eins. So, jetzt wird hier gerappt. Natürlich wird gewechselt. Ist immer dasselbe. Wenn ich Rap einsetze, kommt ein Switch. Und schon wieder, seht ihr das? Halt die Fresse. So, tschüss, jetzt bin ich wütend. Drachenwut. So. Kokowa ist nicht so besonders stark. Ja, ein sehr schwaches Pokémon, würde ich sagen. Also eine schwache Entwicklung. Ich sag nur die Attacken. Kann nur Hypnose und ein paar Psycho-Attacken, mehr nicht. Und jetzt auch tausch es wieder aus. Hallo, Schlafenszeit, ja. Jetzt tauscht er schon wieder aus. Also, hat er irgendeine Taktik? Austauschen, bis ich verrückt werde und bis ich dann den Emulator schließe, oder was? Wow, Starkato! Seht euch mal diese heftige Attacke an. Solche Attacken setzen nur Profis ein. Und was kommt jetzt? Ein Switch, natürlich. Wir sind hier nicht bei Switch Reloaded, wo man immer seinen Pokémon auswechseln und dann nachlädt. Ah, Wassergun, na toll. Na toll! Ja, Panzerschutz. Das bringt auch nichts, wenn er sofort jetzt auswechseln tut, ne? Ich wette, jetzt wechselt er es dann wieder aus, bestimmt. Genau jetzt. Ah, doch nicht. Na gut, dann paralysieren wir es eben. So, jetzt können wir rappen, egal was los ist. Selbst wenn das auswechselt, können wir immer noch weiter rappen. Also rappen wir ihn mal zu Tode. Und sein Kokowai. Nein, wir sind eingeschlafen. Ah, oh, er hat wieder geswitcht. So, oh, warte, er hat noch eins. Ach, komm. Was soll denn das hier? Wechsel, Wechsel, Wechsel. Der hat wohl seine Wechseljahre, oder was? Wechseljahre? Ist das ein Wort? Ich weiß gar nicht. Er hat seine Pokémon wohl verwechselt. Na gut, rappen wir weiter. Gott, oh Mann. Natürlich wechselt er wieder, jetzt bin ich aber echt wütend. Ach komm, machen wir es weg, so. Jetzt habe ich Drachenwut eingesetzt, für die, die es nicht gesehen haben. Und ja, was machst du jetzt? Kannst du nicht mehr wechseln, hä? Bist du ganz traurig? Tja, gleich wirst du noch viel trauriger sein, wenn ich dich rappen tue. Oh, Stampfer, er macht ernst. Seht euch an, wie viel Stampfer abzieht. Das ist ja total heftig. Also ihr seht, Kokowai ist eines der schwächsten Entwicklungen, die es gibt. In der ersten Generation. Also, falls ihr euch ein Team aufbaut, nehmt kein Kokowai. Nur so meine Art, ne? Ihr könnt es ruhig verwenden, wenn ihr wollt, aber es ist nur meine Art. Ich würde Kokowai nie ins Team tun wollen. So, da gibt es noch deutlich stärkere Pflanzen-Pokémon oder Psycho-Pokémon als Kokowai. Ich sag nur Simsala. Und Gifloor. Und Sarzenia. Und ja, und Mewtwo, aber es ist legendär. Ich mag nicht so gerne legendäre Pokémon in meinem Team, weil ich finde, es hat keine Spannung, wenn man da ein legendäres Pokémon in seinem Team hat. Das ist einfach nur noobig. Ja, also, nichts für nichts gegen die, die ein legendäres Pokémon in ihrem Team haben, aber ich finde, das ist eher noobig. Sowas kann man nur machen, wenn man ein Anfänger ist, aber nicht, wenn man ein Profi, so wie ich bin, ist. Angeberangriff.
I also study the way of the ninjas with Master Koga. Ninjas have a long history of using animals. Ich hab keine Ahnung, was der gerade gequatscht hat. Irgendwas mit Tieren und Ninjas, aber ja. Tamer, ja. Tamer hat wohl sehr viele Wölfe in Minecraft getamed, was? Dompteur. Na gut, der wächst jetzt eh aus, also Donnerwelle. Wobei Schleimer hat viele im KP, das dürfte lange dauern, bis wir es. Wobei, Drachenmus hat eh keine AP mehr. Ich muss wechseln jetzt, weil jetzt können wir noch Slam einsetzen und Slam ist eine Scheißattacke. Auf gut Deutsch, das heißt, ich nehme jetzt ein anderes Pokémon, nehmen wir mal PY. Ist übrigens das erste Gift-Pokémon, was wir jetzt sehen, ne? Nach wie viel Trainerkämpfen? 4, 5? Respekt, Respekt, Entwickler. Nach dem 5. Trainer in der Arena das erste Gift-Pokémon. Das war mein Klatsche. Na gut, was kommt jetzt? Sandslash. Sandama, schon wieder kein Gift-Pokémon. Ein Boden-Pokémon. Kann aber Gift-Attacken. Aber die einzige Gift-Attacke, die Sandama kann, ist Giftstachel. Aber das macht Sandama noch zu keinem Gift-Pokémon. Also ich glaube, ich tue jetzt zu sehr, sehr viel kritisieren, aber ich sage nur die Wahrheit. Und die Wahrheit kann manchmal schmerzlicher sein, als sie es aussieht. Ne, die Wahrheit kann manchmal sehr, sehr schmerzhaft sein. Du bist schwul. Ah, das ist die Wahrheit. Was? Oh, Master? Amoroso? Achso, schon wieder kein Gift-Pokémon. Gestein Wasser. Was sollen die Scheiße hier? Okay, es hat Stacheln. Na toll, macht es jetzt zum Gift-Pokémon? Nein. Also, Entwickler, denk mal drüber nach, was ein Gift-Pokémon ist und was nicht. So, wenn es ein Gift-Pokémon wäre, dann hätte PY hier kein Problem, aber naja. So, der nächste Trainer ist besiegt. Und es fehlt nur noch der Arena-Leiter, glaube ich, oder? Ich schau mal schnell. Haben wir den schon? Ja, ne? Ne, haben wir noch nicht. Na, machen wir den schnell noch. Dann können wir ihn gleich nach dem nächsten hier herausfordern. Stop right there! Oh, Invisible Walls have you frustrated? Frustrieren sich die unsichtbaren Mauern? Ob sie mich frustrieren? Nein, mich frustriert, dass hier keine Gift-Pokémon ist, außer nur ein Schleimog. Magma! Na toll! Magma kann auch eine Giftattacke, aber die heißt Smog und die lernst du erst in der zweiten Generation, glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass es in der Generation Smog lernt. Aber das macht es auch zu keinem Gift-Pokémon. Ich glaube, den Part nenne ich eine Gift-Arena ohne Gift-Pokémon. So nenne ich die Arena jetzt. So nenne ich den Part jetzt, genau. Damit es schön jeder sehen kann. Auch der Entwickler. Dieses Hex. Naja. Aber wollen wir nicht so sehr kritisieren. Also ich fand's auch gut. Ich fand's bis jetzt bei dem Hex. Den Hack bin ich bis jetzt eher durchschnittlich, muss ich sagen. Durchschnittlich bis gut, eigentlich gut fand ich mit diesen fossilen Pokémon da, die wir in dem Rocket oder in dieser Spielhalle gesehen haben. Schlecht finde ich an diesem Hack, dass es hier zum einen keine Gift-Pokémon gibt und zum anderen, dass man sich immer so schnell leveln muss. Also nach jeder neuen Stadt, die wir finden, müssen wir unsere Pokémon mindestens 10 Level höher trainieren. Das geht doch auch langsam auf die Nerven. Ich meine, wir haben jetzt gerade unseren wievielten Orden? Unseren 5. glaube ich. Oder unseren 4. Und unsere Pokémon haben schon fast Liga-Niveau. Ja, okay. Jetzt muss ich ein bisschen Puste sammeln, weil langsam rede ich hier wieder so ein Kauderwelsch. Gut finde ich auch an dem Hack, dass man hier jedes Pokémon fangen kann, unter anderem die Starter. Also das ist wieder ein großes Plus und dass die Region auch anders aussieht als andere Erstgenerationsspiele. Das ist auch wieder ein großer Vorteil, also ein großes Plus. Ja, also bis jetzt eher durchschnittlich, das ist der Hack von mir, die Bewertung. Also ich gebe ihm die Note 3+. Bis jetzt. So,
Hier, so fordern wir jetzt den Arena-Leiter aus. Heraus, sorry, ich muss mal wieder Spucke fassen. Habe ich hier was zum Trinken? Moment. Ne, ich habe hier nichts zum Trinken. Schade eigentlich. Ich hätte noch mal was zum Trinken bereitstellen sollen. Sollen wir PY trainieren oder Aldini Junior? Ich bin gespannt, was für Pokémon der hat. A merry child like to... Like you dares to challenge me? Very well, I shall show you true terror as a ninja master. You shall feel the despair of poison and sleep techniques. So. Was ist dein erstes Pokémon? Ich hole mir jetzt gleich was zum Trinken, weil langsam geht mir die Spucke aus. Nidoqueen schon, oh Gott. Oh Gott, okay, ich mache mal kurz Pause und hole mir was zum Trinken bereit. Bis gleich. Okay, hier bin ich wieder. Hab mir jetzt was zum Trinken geholt und was getrunken. Nidoqueen, wie wollen wir das denn jetzt klein kriegen? Ich probier's mal mit PY. Gift, na gut, das zweite Gift-Pokémon in der Arena. X-Angriff, naja gut, das würde jetzt auch nichts bringen, wenn wir es jetzt mit Psychokinese killen. Ciao, Nidoqueen. So, jetzt kommt Nidoking bestimmt. Nach Nidoqueen kommt bekanntlich immer Nidoqueen, Nidoking. Beziehungsweise auch umgekehrt. Mack, Schleimock. Ich lasse das PY mal draußen, weil sonst muss ich wieder wechseln und riskieren, dass PY irgendwelchen Schaden kriegt. So, es stimmt so, wir müssen Dragonier trainieren, aber ist jetzt auch egal. Jetzt kommt wahrscheinlich Nidoking, Golem ist Geowatz. Wieder kein Gift-Pokémon. Protecti, komm her. Hallo, Nicht-Gift-Pokémon. Clamp. Vierfache Stärke. Warum Geowatz in der Gift-Arena? Kann mir das jemand erklären? Ich verstehe es nicht. Versteht ihr es? Das ist ein Bodengestein-Pokémon. Naja, egal. Gengar. Na gut, das ist wiederum ein Gift-Pokémon. Aber auch eher ein Geist-Pokémon als ein Gift-Pokémon. Aber naja, es ist ein Gift-Pokémon. Und gegen Gift ist natürlich die Psycho-Attacken sehr gut. Wieder zweifache Stärke und ich glaube, das wird Gengar nicht überleben. Es hat aber überlebt. Oh mein Gott. Ja, zum Glück setzt er nur einen EX-Angriff ein. So, beenden wir es mit einer Psychogenese. Psychostahl. Ciao, Gengar. Und wir hätten Koga besiegt. If you have problem in your verse, here, take this soul badge. Er hat eh keine Seele. Warum gibt er mir dann einen Seelenorden? Egal. So, jetzt können wir Surfer einsetzen. Das Problem ist, wir haben noch gar keinen Surfer. Fail. Und wir kriegen Toxin. Ich bin am überlegen, ob ich Sazen dabei bringen soll oder Smogmog. Sanzena kann ja schon eine Stachelsporen-Attacke, das heißt, ich bring's mal Smogmog bei. Kann zwar ein riesen Fehler gerade sein, aber ist ja auch egal. So, Kiffer. Toxic. But Kiffer can't learn more than 4 moves. Delete an older move to mark a ROM for Toxic. Ja, which move should be forgotten? Haze weg. Self-Destruct brauchen wir noch. Ich möchte dann noch später Explosion draus machen. Später, mit ein paar Leveln, Lens Explosion. Welches Level das ist, weiß ich nicht. So, der wievielte Orden ist, ist jetzt unseren vierten Orden, Halbzeit, was Arena-Leiter angeht. Nach 155 Stunden. Boah, nicht schlecht. Okay, gehen wir in die Arena jetzt mal, Quatsch, ins Pokémon Center. In der Arena waren wir gerade fail. Und dann wagen wir uns durch die Höhle, wo ich trainiert habe. Verweilen noch 5 bis 10 Minuten darin. Na, sag mal, machen wir heute einen halben Stunden-Part raus. Und jetzt geht's durch die Höhle. Oh mein Gott.
Ein Pokémon Gastan. Es ist ein Hypno. Hypno. Na gut, wir können alle in die Tunnel währenddessen trainieren. Ist glaube ich nicht dumm, wenn wir uns das jetzt machen. Das ist ja eigentlich die Ohrmine, ne? Ohrmine heißt diese Höhle. Und jetzt wird gerappt, Alter. Yo! Alduine rappt euch alle tot! Wo geht's? Hallo, Hypno. Ich hatte nur doch gerade eben, oder? Sogar dasselbe Level, kann das sein? Da eine Welle. Ah, dasselbe wie vorhin. Die Rap-Taktik. Er setzt zum Glück nur Headbutt ein. Und jetzt wird gerappt. Und tschüss. Top-Elixier. Ich habe das Gefühl, das sind die Seeschauminseln. Wo wir jetzt gerade sind im Originalen. Oder auch ein Teil. Das war's schon. Lol. Ich dachte, das wäre eine sehr große Höhle. Naja. Okay, jetzt sind wir bei den Seeschauminseln. Das höre ich aus der Musik her. Wo geht's denn hier lang? Ist das der. Safari-Zone, oder? Ah, tatsächlich. Na, wollen wir nach Sunnytown gehen? Nee, natürlich nicht. Ich weiß nicht einmal, wie es hier in diesem Hack nach Sunnytown geht. Okay, noch ein positiver Aspekt. Die Höhen sind sehr kurz und, ja, ich mag keine Höhen, muss ich sagen. Und ich mag keine Ovais. Nein, ich habe jetzt versehentlich einen Ball geschmissen. God Diamond. Nein, ich habe schon wieder einen versehentlichen Ball geschmissen. God Diamond. Ich schmeiß mir einen Stein auf den. Haha, du wurdest erwischt von dem Stein. Haha, du wurdest nochmal erwischt von dem Stein. Haha, du bist wütend. Haha, du bist geflohen. Weichei, hast Angst vor mir. Ja gut, ich bin von Team Rocket. Was hat man da zu erwarten, als abzuhauen? So, Nidorino. Oh Gott, jetzt wurde ich gespoilert, was das für ein Pokémon ist. Ich hab da, gerade nicht so im Peil gehabt, was das für ein Pokémon war. Nidorino. Ja, rennt sofort weg. Toll. Hallo? Hey Kollege, was geht? This is the easiest way to catch Pokémon. I'm tired from all of this Pokémon hunting. Toll, schön für dich. So, wir müssen hier, glaube ich, Surfer finden. Ja, was glaube ich? Wir müssen hier Surfer finden. Oh Gott, ich kenne mich hier gar nicht aus. Kennt ihr euch aus? Schreibt doch mal einen Kommentar. Okay, das habe ich gerade von Gronkh geklaut, den Spruch. Oh je, man hat sogar eine Schrittanzahl. Ich kenne mich hier null aus. Ich spiele das ja blind. Safcorn, na ja gut. Metapods. Keine Lust auf Metapods. Die setzen eh nur Horden ein. Wo geht's lang? Was ist das? Goldzähne? Top-Genesung. Na ja gut, geht auch. Wo geht's denn hier lang? Okay, hier geht's nirgendwo lang. Oh, weiß gar nicht. Ich kenne mich hier, wie gesagt, null aus. Ich glaube, ich werde es auch noch im nächsten Part sagen. Ich kenne mich hier null aus, weil ich das hier blind spiele. Hallöchen, Carbon. Na gut, Carbon ist immer gut. Ein K.O.-Bon. Wie viele Schritte haben wir noch? 264, geht eigentlich. Oje, Sackgasse, toll. Toll. Na toll. Echt na toll. Ich kenn mich hier nicht aus. Ich lauf hier durch die Gegend, weil ich mich nicht auskenne. Und ein Pokémon läuft mich an. Hallo Nidorino. Ich hab aber vorhin schon, oder? Ich probier's mal. Wir werden hier zwar eh nicht alle Pokémon fangen, aber egal.
Ich möchte übrigens auch mal ein Let's Play machen, wo wir alle Pokémon fangen werden. Zumindest alle 150. Wann ich das machen werde, weiß ich noch nicht. Okay, hi Kollege. I am supposed to be catching Pokémon for Giovanni. This place is rip-off. This Pokémon are ever. This is a great place to relax. Das ist ein cooler Ort zum entspannen. Und was ist das? Wer hat da den Pokéball auf diesen Baumstumpf gelegt? TM27, wahrscheinlich Schädelwumme oder sowas. Ja, nein, nicht Carbon, wobei können wir gleich einen Pokémon geben. Ich glaube Carbon oder die Initiative kann es sein. Ich küsse mal Dragonil. So, TM37, Eierbombe, weg damit, das ist doch scheiße. Ich hasse Kokomai. Chanera ist cooler. Hallo Dodo. Das heißt ja, drei Köpfe denken besser als ein, also da musst du dich noch entwickeln, Dodo, bis du drei Köpfe hast, ne? Ein Top-Drang schon wieder. Ne, Quatsch, das ist ein... Ja doch, ein Top-Drang ist das, Tatsache. Metapod schon wieder. Ich renne weg von einem Metapod. Oh mein Gott, ich habe solche Angst. So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Wo sind wir jetzt? Oh mein Gott, ich kenne mich hier nicht aus, ja. Oh, Rihorn. Ganz cool eigentlich, zumindest die dritte Entwicklung von Rihorn. Rihorn hier. So, ist das das versteckte Haus? Hoffentlich ja. Gib mir Surfer. To the deepest part of the Pokémon Safari. You win a prize. My evil wollte ihn zu vaporieren. Bruder Friendly returned in Dorf Flaram. Well, wunderbar. People always love stuff here. So all I do is go around and pick up items. I think I got all of the useful ones. Okay, 27 Schritte haben wir noch. Verbringen wir dir am besten noch ein paar Pokémon zu fangen. Denn wir können hier jetzt eh nicht mehr das Haus erreichen. Und dann werde ich den Part jetzt auch beenden, nachdem wir hier dieses Paar gefangen haben. Geh in den Ball. Perfekt. Okay. Okay, a new Pokédex data will edit for Paras. Bla bla bla. Do you want to give a nickname to Paras? Nein. So, jetzt haben wir noch 8 Schritte. 7, 6, 5, 4, 3. Mist. Wir sind bei 4. Nidorina, wollen wir es auch noch fangen? Na, probieren wir es einfach mal. Ich schmeiß mal einen Stein auf ihn. Ne, mag auch jeder, wenn ein Stein auf einen geschmissen wird. So, und jetzt fangen wir es. Gott verdammt. Es wäre jetzt cool gewesen, wenn ich es gefangen hätte. Naja. 4, 3, 2, 1 und neuer! Nee, Spaß. Ja, okay. Did you get a... Gott, howl, come again. Ja, das werde ich, aber erst im nächsten Part, Leute. Bis dann. Servus.